Vitamin D ist eigentlich, ungeachtet des Namens, kein Vitamin, sondern ein Prohormon. Es gehört zu den essentiellen Mikronährstoffen, die Mineralien und Vitamine beinhalten. Wir nehmen sie über die Nahrung auf, doch sie haben keinen energetischen Wert. Vitamin D wird zwar auch über die Nahrung zugeführt, allerdings nur zu einem sehr geringen Teil. Es kann in dieser Form lediglich etwa 10-20% des Tagesbedarfs decken. Vitamin D hat verschiedene Aufgaben im Körper. Die bekannteste ist die Mineralisation der Knochen und der Vorbeugung von Osteoporose und Rachitis. Außerdem unterstützt es ein normales Immunsystem. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D kann die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, reduzieren. Forschungen des bekannten Vitamin D-Experten Dr. Michael Hollick legen nahe, dass sich Vitamin D positiv bei der Behandlung oder Prophylaxe verschiedener Krankheiten wie MS, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken kann. Wie wird Vitamin D aufgenommen? Den größten Teil, genauer gesagt 80-90% des Vitamin Ds, produziert unser Körper selbst. Dafür benötigt er die UVB-Strahlung der Sonne. Die restlichen 10-20% nehmen wir über unsere Nahrung auf. Über die Nahrung allein kann man seinen Vitamin D-Bedarf nicht decken. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht das Haus verlassen können, wie beispielsweise Bettlägerige oder Personen, die etwa aus religiösen Gründen ihre Haut weitgehend bedecken, Menschen, die ihre Haut stets mit Lichtschutzfaktor 30 und höher schützen oder Personen mit stark pigmentierter Haut, können in unseren Breitengraden nicht ausreichend Vitamin D produzieren. Die Sonneneinstrahlung ist bei uns ohnehin nur zwischen April und September stark genug. Die Symptome eines Vitaminmangels sind nicht sehr spezifisch. Sollten einzelne von ihnen auftreten, sollte man einen Vitamin-D-Test in Erwägung ziehen. Spätestens, wenn sich erste Verformungen oder Knochenbrüche zeigen, ist ein Vitamin-D-Test dringend empfehlenswert. Wer sich allerdings bei der Frage über die Gründe eines Vitamin-D-Mangels wiedererkennt, der sollte noch vor den ersten Symptomen diesen Test machen. Zu den bekanntesten Symptomen von einem Vitamin-D-Mangel gehören die Infektanfälligkeit und Müdigkeit. Auch gravierende Beschwerden wie Muskel- und Knochenschmerzen, Depressionen, Verformung der Knochen und der Neigung zu Knochenbrüchen können durch einen Vitamin-D-Mangel begünstigt werden. Es gibt keine exakten und komplett unstrittigen Zahlen und bislang sind sich auch Experten oft uneins. Einer der führenden Vitamin-D-Experten, der amerikanische Mediziner Dr. Hollick, ist Verfechter der These, dass die beste Versorgung mit Vitamin D aus einer Mischung aus Vitamin-D-Synthese, Produktion mithilfe von Sonnenlicht und Supplements gewährleistet werden kann. Es scheint Konsens zu sein, dass der Vitamin-D-Spiegel zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegen sollte. Zum Ende des Sommers sollte er sogar rund 60 Nanogramm pro Milliliter betragen, damit das gespeicherte Vitamin D über den Winter ausreicht. Werte von über 100 Nanogramm pro Milliliter sind nicht empfehlenswert. Um festzustellen, wo der individuelle Wert liegt, ist ein entsprechender Bluttest sinnvoll. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, seinen Vitamin-D-Bedarf zu decken. Der wichtigste Faktor ist die Synthese, die neben der Ernährung den Körper mit Vitamin D versorgt. Sollten diese beiden Quellen nicht ausreichend sein, sind Nahrungsergänzungsmittel ein probates Mittel. Sonne tanken. Dies ist der wichtigste Weg, Vitamin D, das auch das Sonnenvitamin genannt wird, zu produzieren. Um in Deutschland ausreichend Vitamin D zu produzieren, sind wir auf die Sonne zwischen 11 und 15 Uhr angewiesen. Nur dann und auch nur zwischen April und September steht sie so, dass die UVB-Strahlung ausreichen kann, dass wir Vitamin D in unserer Haut produzieren können. Es genügt, wenn man sich zwischen 3 und 15 Minuten mit freien Armen in der Sonne aufhält. Dabei sollte man allerdings die Eigenschutzzeit der Haut und den UV-Index beachten. Laut Dr. Hollick ist es sehr ratsam, das Gesicht und die Handrücken mit Sonnencreme zu schützen. Die richtige Ernährung. Vitamin D ist Mangelware in unseren Lebensmitteln. Die Lebensmittel mit dem höchsten Vitamin-D-Gehalt sind meist tierischen Ursprungs. Es sind unter anderem fettreiche Fische, wie beispielsweise Hering oder Lachs, Eier, insbesondere das Eigelb, Pilze und Haferflocken. Selbst mit einer Vitamin-D-reichen Ernährung ist es schwierig, regelmäßig mehr als nur 20% des täglichen Bedarfs über die Nahrung zu decken. Nahrungsergänzungsmittel können dabei unterstützen, den eigenen Vitamin-D-Spiegel zusätzlich positiv zu beeinflussen. Mit Supplements sinnvoll ergänzen. Viele von uns leiden unter einem zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel, meist ohne es selbst zu bemerken.
Wer supplementieren möchte, kann seinen Arzt fragen, der nach Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels entsprechende Empfehlungen ausspricht. Dr. Hollig empfiehlt, wie auch andere Experten, zwischen Oktober und März täglich 4000 internationale Einheiten und zwischen April und September täglich 2000 internationale Einheiten zusätzlich zur Synthese. Wer höhere Dosen zu sich nimmt, sollte dies laut zahlreicher Experten mit Vitamin K kombinieren, da dies schädliche Ablagerungen und Verkalkungen verhindern soll. Wann sollte ich Vitamin D einnehmen? Man kann Vitamin D zu jeder Zeit einnehmen. Sinnvoll ist die Einnahme allerdings zu einer Mahlzeit, da Vitamin D fettlöslich ist. Die meisten Menschen, die in unseren Breitengraden leben, haben mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit einen Vitamin D-Mangel. Wer nicht supplementiert, der sollte unbedingt seinen Spiegel überprüfen lassen, um Krankheiten vorzubeugen. Auch diejenigen, die supplementieren, sollten das Ergebnis regelmäßig überprüfen lassen, da auch ein zu hoher Vitamin-D-Spiegel kontraproduktiv sein kann. Wer sich regelmäßig aber maßvoll in die Sonne begibt und sich ausgewogen ernährt, der kann eventuell auf Supplements verzichten. Allerdings sollte in regelmäßigen Abständen vom Arzt überprüft werden, ob die Versorgung mit dem Sonnenvitamin ausreichend ist. Ihr möchtet noch mehr über das wertvolle Sonnenvitamin erfahren? Dann findet ihr weitere Informationen zum Nachlesen in unserem Artikel auf unserer Webseite. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Ihr möchtet mehr solcher Videos über andere Supplements sehen? Dann schaut unbedingt in der Playlist hier auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir freuen uns auch über eure Meinung unten in den Kommentaren. Natürlich könnt ihr diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren und direkt die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.